Und wir checken jetzt ab, seid ihr dabei von KG? Seid ihr dabei? Ja, dann seid mal bereit. Seid ihr dabei? Generation Vibe. Seid ihr dabei? Ey, ohne Flachs jetzt, ne? Aber gebt ihr mir da jetzt recht oder vielleicht unrecht? Aber ich finde, dass auf dem Cover KG original wie Kai Ayana aussieht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie denke ich da irgendwie an Kai Ayana. Ja? Was guckst du? Ja? Auf jeden Fall. So, aber jetzt hören wir uns das natürlich an. Der Beat scheppert schon mal, geht in die richtige Richtung. Gefällt mir. Seid ihr dabei? Ja, dann sei mal bereit. Seid ihr dabei? Generation Vibe. Seid ihr dabei? Anscheinend Rap Next gehen steil. Seid dabei? Oder nimm dir ein Seil. Seid ihr dabei? Ja, dann. Ja, warte. Aber ich hoffe, dass das Seil nur zum Tauziehen geeignet ist. Ja, also, das ist wirklich nur das Seil, wenn man es mitnimmt, nur zum Tauziehen. Ja, ich bestehe darauf. Ich hoffe, dass du das auch meinst. Sei mal bereit. Seid ihr dabei? Generation Vibe. Seid ihr dabei? Anschnallen, Rapnecks gehen steil. Sei dabei. Oder nimm dir ein Seil. Ich bleibe dabei, Firma bin Gewinner. Steh dahinter, davor meist das Sprinter. Deutscher Rap ist tot, so wie Hitler. Würde nie sagen, sie sind meine Kinder. Ja, dann ja, ich bleibe für immer. Nenne Meister Splinter. Ja, war schon sehr nice. Ja, die Stimme gefällt mir ja auch, ne? Schöner Flow. Sei dabei. Oder nimm dir ein Seil. Ich bleibe dabei. Auch sehr, sehr schön, diese, ja, dass er halt erstmal diese Harmonien mitnimmt, ja, den diese Atmosphäre aufbaut. Und dann kommt der Drop, ja, der Beat-Drop. Firma bin Gewinner, steh dahinter, davor Meister Sprinter. Deutscher Rap ist tot, so wie Hitler, würde nie sagen, sie sind meine Kinder. Ja, dann wären sie doch nicht so behindert, kein Cowabunga, keine Pizza. Kein Cowabunga und keine Pizza, ja. Da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht, auf jeden Fall, ne. Deswegen passt es auch mit Meister Splinter, ja, die Ninja Turtles. Ninja Turtles, Teenage Mutant Hero Turtles. Geil, Alter. Das war meine Kindheit damals. Richtig nice. Habe ich auf jeden Fall gefeiert damals auch. Und ich hatte sogar, ich glaube, Donatello hatte ich, glaube ich, als Figur gehabt. Ich glaube, wen hatte ich da noch? Aber Donatello auf jeden Fall. 100 Pro. Ich glaube, das war der mit dem Lilanen, ne? Mit der Lilanen Maske. Raphael habe ich ja auch, glaube ich, gehabt. Raphael noch. Ey, das war ein richtig geil, so richtig geil gemacht damals. Übelst gefeiert. Yeah! Die kennen mich nicht, feiern es auch nicht schon. Wenden ihren Blick, ja, die Geister, die ich rief, haben keinen Bock auf dich, aber geben einen Toast auf mich. Yeah! Nina Flyer steigt in die Hashtag Ghostgang. Ehre! Ghostgang. Auf jeden Fall. Ehre auch an dich, ja? Wiener Flyer, danke dir. Ja? Liebe geht raus. Ne? Das ist doch schön, Mann. Da haben wir schon mal so viel Liebe. Ja? Da haben wir Leute, die neu hier reingekommen sind und jetzt auch Follower sind. Ja? Dann haben wir natürlich hier noch einen Draco Negro, der dann auch noch mal zum wiederholten Male auch noch mal abonniert hat. Ja, mit Prime Video, Prime Gaming heißt es ja heutzutage. Ja, mit Amazon Prime so gesehen. Also wenn man einen Prime Account hat, ja, wenn man bei Amazon Prime und sowas, ne, wenn man das hat, kann man hier kostenlos reinzappen, ja, schon sehr, sehr geil. Und der Wiener Flyer haut hier einfach auch zum wiederholten Male, ja, Resub, auch Ehre auf jeden Fall an dich, ja, Ehre an die Ghost Gang und haut hier einfach mal eine Stufe Sub 1 raus, ja, geil. Leute, heute ist mal wieder ein richtig schöner Abend, ja. Und es ist immer ein schöner Abend, aber nice auf jeden Fall. Charlie Vollkornsteak, 6-9 ist auch am Start, Mann. Ghosties und dann ein Herz, yay. So muss das, ja. Liebe ist auf jeden Fall vorhanden. So, und seid ihr dabei? Ich hoffe, ihr seid dabei. So. Was war das denn gerade? Warum hat es gerade gestottert? So behindert, kein Cowabunga.
Bangal, keine Pizza. Das Leben ist kein Ponyhof, aber geritten wird immer. Bitte Spinne, rede mal nicht vom Kitzler. Hier rettet keine Wellen auf den Seychellen. Schick mal weiter Dickpics, ich geb einen Fick auf dich und dich und deine Bitch plus diesen homophoben Sizzler und all die faschistischen Wichser. Aber ich find's auf jeden Fall richtig nice, dass er, ja, den Leuten, die halt irgendwelchen arglosen Frauen Dickpics verschicken, ja, trotzdem halt sagt, hey, macht euer Ding, ja, ich muss jetzt nicht der und der und der mein, ein paar Dickpics zukommen lassen, ja, ich hab das nicht nötig, aber mach du mal, wenn du meinst, du musst machen, dann mach, ja. Auf jeden Fall gut, dass er da mit so was, dass er so eine Einstellung hat, ja, dass er sagt, hier, leben und leben lassen, ne. Ja, ihr seht das richtig, hier gibt es nichts außer warmer Natursekt, Dusche ins Gesicht gepisst, vielleicht noch ne Piss. Und jetzt warte, hier gibt es nichts außer Natursekt für die Schwanzgesicht. Eieiei. Also das ist mir auch ein bisschen aufgefallen, dass KG oft ein bisschen, ja, über die Stränge schlägt, ja. Selbst die Geister, die ich rief, die kennen dich nicht, wollen es auch nicht und wenden ihren Blick. Ja, die Geister, die ich rief, haben keinen Bock auf dich, aber geben einen Toast auf mich. M1LQ in 3 steigt in die Hashtag Ghostgang. Oh. Primeo Herz. Yo, auf jeden Fall auch nochmal Liebe raus an den wunderbaren Milky Way, ja. Haut hier einfach auch nochmal zum wiederholten Male, ja, Stufe 2, ja. Haut da einfach mal raus hier. Resub. Heute ist wirklich wild, ja. Liebe geht raus. Danke. Wirklich Liebe an jeden Resub, Liebe an jeden Sub. Wirklich geil. Ja, das unterstützt die ganze Sache und das macht es alles liebevoll. Ne? Benji C, was geht ab, Mann? Wir haben uns ja auch gerade noch im Insta-Live haben wir uns ja noch mal ein bisschen beredet. Und jetzt bist du auch wieder hier am Start. Das freut mich auf jeden Fall. Nice, dass du auch am Start bist, ja. Also guck mal hier, die Leute, die auf Insta auch mal kurz reingeschaltet haben, sind auch hier drüben. Ja, KG war ja auch kurz auf Insta auch mit drinne und ja, Laiko, da siehst du, ne? War doch eigentlich ganz cool, dass ich noch, bevor ich auf Twitch live gegangen bin, nochmal kurz auf Insta live gegangen bin, ja? Da wissen die Leute Bescheid. Yeah. Finde ich cool. Können wir mal bestimmt öfters machen. Das hat doch irgendwie auch ein bisschen Style, ja? Dass man dann die Leute schon mal ein bisschen anheizt und dann geht das richtig los, ne? Ihr kennt das. Dann geht's richtig los, das ist Mama Zischgang, denn wir sind 100.000 Mal frischer. Ich lebe neben denen, die meinen, die werden ihr Leben leben. Alles verlorene Seelen, rede von ihnen, die geben. Ich rede in Rätseln, wenn ich sage, die Szene ist wie ne präzisiert. Irgendwie einen komischen Febel. Alle brüllen so wie Esel und wer die Wahrheit redet, wird durch Clans geknebelt. Oder Major Labels, nur die Zahlen zählen. Warum nicht gleich zu Satan beten? Sie holen sich Seelen von Rappern, die Tarzan. Ihnen geht's zum Friseur, lass dir doch mal deinen Schädel kneten. Aber hier auch geil, ne? Was war das hier, die Tarzan ähneln, Satan beten, ja, auch so richtig nice Zeile und auch richtig on point of flow, ne? Also es schwankt halt immer zwischen nice und nicht so nice, ja? Weil da gibt's manchmal halt wirklich ein paar Zweckreime, die sich da nochmal hier und da mal ein bisschen mit rein zwängen, aber da kommen auch wirklich ein paar Perlen hervor, ne? Also wie jetzt gerade zu Satan beten, Tarzan ähneln und so, ja? Auch eine richtig schöne Zeile. Für die Schlampen soll's weiße Strähnchen regnen, damit sie an Müttern ähneln. Ich hab Bock, ihnen vor den Kopf zu treten. Bin ein Redneck, Motherfucker. Hip-Hop muss man leben. Ja, Mann. Seid ihr dabei? Ja, dann sei mal bereit. Seid ihr dabei? Ha? Generation White. Seid ihr dabei? Anschnallen, Rednecks gehen steil. Sei dabei. Oder nimm dir ein Seil. Seid ihr dabei? Ja, dann sei mal bereit. Seid ihr dabei? Ist das Jalil? Hast du da ein Feature mit Jalil oder was? Oder ist es der Don Capitano? Generation Vibe. Seid ihr dabei? Anschneiden, Rednecks gehen steil. Seid dabei. Oder nimm dir ein Seil. Seid ihr dabei? Ja, geil, steig ein. Mama, mein Stuff rein. Zu zusammen, mach es weit. Zittert rein, voll geil. High five, geh steil, sei frei. Vergesse die Zeit, bin am Mike. Sei breit, sei dünn, sei dick, sei nice. Leg hier, mach klein den weißen Stein. So ein Scheiß, erzähl mir nichts von Regeln. Regel mal deine Nacken, denn du weißt, ich beiß mich fest wie der weiße Hai. Die Hecken zahlen um, nimm mit Pimmel IT tief rein. Ja, die Penner, die mein Hype und Style. Da beteiligen ja der Vibe und die Rhymes sind gleich. Immer dasselbe Scheiß, bin frei. Geist, Wahnsinn, dark und reiste mit der Zeit, bis sich alles teilt und sich meine Baller bündet, so wie Brei anfühlt.
Rapper piss my life. Wenn ich Streit hab, dann dann kriegen sie Streit. Keine Minimum Tribe, dick wie Mammutbomb greift zu. Ja, Mann. Rasierbar, Schnauze time. Schnauze halten, tschüss und bye. Erzähl mir nix vom Liebe machen. Ich hab schon wie Heike Bumster lief im Fernsehen auf Sat.1. Verfickt nochmal nach drei, noch Alf. Ihr kleinen Pillemanander könnt ihr mit euren Vätern reden. Einfach nur beschämen, immer wieder dieselben Themen. Für euch soll es schwarze Rosen regnen. Jeden Tag in Scheiße treten wird nicht reichen, um zu zeigen, wie sehr ihr einem Haufen Kacke ähnelt. Aber ey, übergeil durchgeflowt, ja. Komplett auch noch schöne Variationen. Und dann hat er auch manchmal so ein bisschen getrippelt, ja, dass er die Wörter so ein bisschen gedribbelt hat, ja. Denn ich komme die ganze Zeit, aber nicht in die Zeilen, nur die Leute, die nicht meinen, denn ich habe die nein, ne. Das ist nice, Alter. Ich mag sowas, ja. So ein bisschen die Wörter dribbeln, Alter, das geht auf jeden Fall richtig gut. Und, warte, das klang wie Azad. Ja, also der da kurze Ansage gemacht hat, ein bisschen so Jalil Azad, ja, könnte man so unterstreichen. Margin Aka Hamster, was geht ab, Mann? Schön, dass du auch am Start bist, ja? Und ja, gut, dass du auch mal wieder da bist. Das freut mich. Seid ihr dabei? Ja, dann sei mal bereit. Seid ihr dabei? Simpa! Generation Vibe. Seid ihr dabei? Anstand Rednecks gehen steil. Sei dabei. Oder nimm dir ein Seil. Seid ihr dabei? Ja, dann sei mal bereit. Seid ihr dabei? Generation Vibe. Seid ihr dabei? Anstand Rednecks gehen steil. Sei dabei oder nimm dir ein Seil. Ey, auf jeden Fall ein geiler Track, ne? Also wirklich, da geht's eher um den Vibe, um den Flow, ja? Da sind auch dieses mit den Satan beten, Tarzan ähneln, ja, finde ich, war eine geile Line, geiler Reim, ja? Und ansonsten war aber wirklich mehr so kompletter Flow-Massaker so. Da waren halt auch wieder ein paar Zweckreime auch wieder drinne so, ne? Das ist einfach Fakt. Aber trotzdem, das Soundbild gefällt mir. Der Beat ist nice. Es ist scheiße geil, wie das halt so diese Atmosphäre aufbaut. Ja, dann auch mit denjenigen, der sich da Jalil Azad-mäßig anhört. Ja, aber es ist wahrscheinlich Don Capitano. Ja, der hat nämlich auch so ein bisschen so diese dunkle Stimme so. Das finde ich nice. Das gefällt mir. Hat halt mehr so diesen so, seid ihr dabei? Und ihr wisst nicht, halt. Seid ihr dabei? Ja, der geht doch richtig schön dunkel mit der Stimme so. Das feiere ich. Ja. Ist von YouTube deaktiviert, glaube ich. Aber Like hat er. Ja, auf jeden Fall. Ja. Like hat er. Und Liebe natürlich auch. Ja. Nur man kann da halt keine Kommentare drunter setzen. Aber ey, ohne Scheiß, also der ist wirklich einer, der Hip-Hop liebt. Und das merkt man einfach. Ja. Auch wenn er manchmal so ein paar Perversionen in seinen Texten hat. Ja, wie Natursekt, dass er den und den da, der spritzt sich und da an. Ja, das sind alles so Visionen, ne? Die teile ich nicht zu 100%, mein Freund. Aber ich feiere das auf jeden Fall, dass du da schöne Reimketten noch drin hast und trotzdem halt immer on point durchflows, ja, ohne da einen Flowfehler zu haben und so. Und dass sich alles sehr, sehr schön anhört, ja. Und auch gut gemixt ist, ja. Prime hat Angst vor Anstößen. Was? Anstößigkeiten, ja, die hat doch jeder. Ja. Ich habe auch Angst, wenn es jetzt ein anderes Seil ist als ein Tauziehseil. Ja, also ich hoffe, dass er immer noch ein Tauziehseil meint, weil was anderes wäre natürlich nicht so nice. Auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid, dann geht gerne mal auf den Link und lasst ein bisschen Liebe da. Ja, wegen der Knarre. Ach so, meinst du das? Ja, hey, das ist ein Cover. Ja, das ist das Cover. Twitch, ja, ihr wisst Bescheid. Ich hab nichts damit zu tun. Warte, komm mal, hier, wir halten das extra mal so. Oh, ja, jetzt. Es ist ein Cover, ja. Es ist ein Single-Cover und da habe ich ja nichts Verbotenes gemacht. Oder? So. Auf jeden Fall sehr, sehr schön.